Ich hab bereit. Jo. Reagiert auf alle. Hey Klaus, du darfst die Taschenlampe nutzen. Ich weiß. Ich gehe schon mal Ort suchen. Die Kamera saß in die neue. Wo ist denn noch mal im Keller bestimmt? Der Geist dann hinterher so, ah, mach das Licht aus. Ich glaube, ich hatte kurz Gefrieratem. Ja, hatte ich auch gerade hier gehabt, hier im Flur, glaube ich, ja. Ja. Ja, hier habe ich die ganze Zeit Atem. Ich habe jetzt keine Fotokamera dabei. Aber lass den mal da liegen und nicht aufheben, damit ich ihn knipsen kann, dann kannst du ihn dir nehmen, Sven. Hier im Wohnzimmer. Wohnzimmer, sagst du? Diesen Knochen habe ich doch schon. Hinter dir! Ah! Kleines. Oh, die hat eine Sense, wenn wir die Eier absehen, dann legst du sie weg. Und keiner hatte Wow. Foto? Ich nehme ein Foto mit. Also ist er im Wohnzimmer oder was? Oder wo ist er? Ja, da wo es Die Stadt am aufgetaucht Fernseher. ist. Die Stadt am Fernseher stoppt gerade. Der hat einen Buchraum geworfen, glaube ich. Na, das ist doof. Ja, das ist besser. Gefriertemperaturen haben wir ja schon, ne? Nee. Gut, das ist unter Null. Wir will Fernsehen gucken. Wird aber nichts. Schreib ins Buch. Schon geknipst, Sven. Knochen schon Ah. geknipst, Sven. Warte. Jetzt. Habt ihr schon Fingerabdrücke hinterlassen? Habe ich noch nichts gesehen.
Schreib ins Buch. Ich hab Licht angemacht. Achso. Ich hoffe, dass sie den Schalter gleich anberührt und ihn ausmacht. Mhm. Liegt die UV hier hin, ne? Wenn ihr das Licht ausmacht, dann direkt die Touch, den direkt den Schalter anleuchten. Schreib ins Buch. Das Buch ist dein Freund. Lern lesen und schreiben. Schreib die nicht ab. Oder sprich mit uns. Wenn du nicht schreiben willst, kannst du sprechen. Reagiert auf Einzelpersonen oder auf mehrere? Alle. Okay. Okay. Guck mal beim Lichtschalter mit dem Ultraviolett. Hab ich das gemacht, wie ich gesehen hab? Da ist kein Abdruck. Weil er den Strom ausgemacht hat. Er hat den Strom ausgemacht, die Dumme. Schreibe ins Buch und ich mach die Glotze an. Werdet die UV-Lampe bitte mal geben. Bitte. Soll ich das Licht ausmachen? Mach ich gleich. Aber kein Fußabdruck. Weiß, sie berührt auch keine Fingerabdrücke mal mit UV-Licht. Aber ich spreche. Ja, danke, du beantwortest. Ja, Hotze. Was bist du? Positiv? Ich. Ja, ich gehe ja schon. Was sagt meine Sanity? Hast du so? Ah ja, hast du. Der Lichtschalter hat sich von allein bewegt. Ja, ist klar. Lichtschalter. Naja, An- und Ausknopf des Fernsehers ist auch Lichtschalter. Kann doch einfach schon sagen. Der Geist ist in Salz getreten. Es hat das nach mir geworfen. Wie so eine Petze. Es hat das nach mir geworfen. Es wurde. Warum haben sie das fotografiert? Ja, es hat das nach mir geworfen. So, was haben wir denn alles? Box. Box haben wir jetzt zur Zeit. Achso, und Gefrier. Nee, da war doch nichts, oder? Oder war doch, wirklich Gefrier unter 0? War unter 0. War unter 0? War unter 0. Ah. Ja, dann Gefrier. Ein Orb haben wir nicht, ne? Bis jetzt nicht, nein. Nein. Nicht mal kurz.
Ja, dann können wir Dots ausstreichen, weil wir keine Dots existieren dann. Gucke ich gerade durch. Leck. Ach, Quatsch. Streich doch, für Dots ist nicht dann wer. Wir haben Box und Gefrier haben. Ultraviolett haben wir nichts entdeckt. Was war EMF zurzeit nur? Hatten wir naja, wir haben ja auch keinen Fake Orb, also wird kein Ultraviolett kommen. Mimik ist es schon mal nicht. Dann haben wir auch keinen richtigen Orb. Dann müsste das Buch oder EMF brauchen wir. Liegt da schon ein Buch drin? Ja, ne? Ja, liegt ein Buch. Ja, ein Buch habe ich hier liegen. Ein zweites kann ich schaden. Ja, die Geisterbox kannst du wieder mitnehmen, die war, ist ja fertig. Ding aus. Danke. Rascheln geht mir manchmal so auf die Nüsse. Tu mal auf den Tisch. Oder so. Schreib ins Buch. Sogar bei minus 10 Grad haben wir es hier. Und dann haben wir keine Jacken an. Dori, du bist unter 50%. Ich tue es sein, bleib ruhig. Muss ich raus durchrasten da durch den Raum. Hä? Was? Ja, ich weiß, ich hab gesagt, du bist unter 50% zu Dori, habe ich dir gesagt. Du plötzlich auf meinem Schirm nur wusch, 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 wusch. Also was brauchen wir noch insgesamt? EMF5 oder halt Buch. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Ich ins Gesicht. Scheiß ins Buch. Erscheine. Zeig mir dein Gesicht. Zeig mir, wer du wirklich bist. Ach, da kommt wieder dieses kleine Kind da weiter. Es ist ruhig. Wo ist eigentlich das EMF? Das habe ich in der Hand. Achso. Schlägt gar nicht aus. Schreib ins Buch. Du stinkst. Egal. Komm und hol uns. Egal in welches. Das war gerade EMF, oder? Ja, aber zwei nur. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch.
Jetzt kommt der Lehrer. Ich beobachte das Ganze mal im Van. Dori unter 50%. Oh, ich sehe da gar nichts. Ja, aber wenn das Licht an ist, dann kein Wunder. Dann sollte man das Licht mal ausmachen. Oh. Ich glaube, er ist tot. Nee, er singt nur. Hast du gerade noch Sanity reingeklopft, Sven? Nö. Frag nur. Ich auch. Also ich hab's zumindest halt singen hören. Ja. Und EMF-Ausschlag gehabt. Ja, aber kein 5. Es war zwischen 3 und 4. Nicht ins Buch, kein EMF, also zumindest nicht EMF 5. Hast du Sanity genommen? Ja. Gut. Ja, schreib in die Bücher. Ich hab mal was, ich hab was für deine Sammlung. Komm mal mit. Da, kannst nehmen. Oh, cool. Was ist denn dein Regal? Kannst rauslaufen damit. Dankeschön. Warte, ich muss davon ein Foto machen. Gut. Gib mir ein Zeichen. Ein klitzekleines reicht schon aus. Ist das richtig, dass die Hand sich ab und zu auch mal bewegt? Ja. Ich bin gerade hier durch die Tür gegangen, nach draußen, und hat sich ja immer bewegt.
Muss aufpassen, so schnappt sie noch nach dir. Ich habe was Interessantes gefunden, das habe ich direkt mal geknipst. Mal gucken, ob da was ist. So, aber es. Wunsch wurde erfüllt. Ach, schade. Ich dachte, da wäre was Besonderes. Was denn? Die Kartoffel, nimm sie mal in die Hand. Hier, die Kartoffel, die da liegt. Nimm die mal in die Hand. Ich dachte, da wäre was Besonderes, weil die so komisch aussieht. LOL. Deswegen habe ich gerade gedacht, da wäre was Besonderes. Ich habe sie fotografiert und ich dachte, da wäre was Besonderes. Deswegen habe ich sie mitgenommen. War doch nicht der Fall, schade. Dori, guck mal da links, da oben an der tolle Lampe da liegt. Ist das eine Kartoffel? Hier, heb mal auf. Hand. Eine Gruselkartoffel. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, der wäre vielleicht nicht. Ich habe schon fotografiert, aber ja, war doch nichts Besonderes. Alter, es war auf 10. Ja, war. Und wir sind alle auf, weiß ich nicht, wir sind alle schon wieder ganz schön down, außer du, Sven. Ja, aber was könnte es sein? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas muss es ja sein. Ich auf jeden Fall aktiv und schmeißt da Sachen herum. Deswegen tut er sich auch darum. Macht er zwei Sachen gleichzeitig? Also wäre es ein Zwilling oder was? Ich tippe auf Mimik, ich weiß nicht wieso. Ja, wir haben noch keinen Orb gesehen. Muss nichts heißen. Ja, aber Mimik kann man nicht mehr zur Auswahl. Wir können gerne Mimik ausprobieren. Weil Geisterboxen Gefriertemperaturen, dann kannst du Mimik schon weg. Nee. Nee, Mimik ist mit Ultraviolett. Geisterbox, Ultraviolett und Gefriertemperatur. Aber Ultraviolett haben wir ja nichts gefunden, also kann es deswegen, ich habe ja auch. Ich habe ja direkt auf dem Boden ja direkt Geläuche reingetreten, da war ja kein Fußabdruck gesehen. So, EMF5 war es auch nicht. Es war maximal 3 bis 4. Leider ist das Haus nicht groß genug, sonst würde ich mir einen Hinweis wünschen. Was willst du denn nachschauen? Ich habe jetzt Mimik eingetragen. Also wir haben definitiv gefriemte Temperatur. Ich habe es nochmal nachgecheckt. Das war ja, wo ich drauf geguckt habe, bei richtig. Minus 10 Grad. Richtig, ja, richtig. Und ich bin schon, der ist schon so unter Null gegangen. Also gefriertemperatur aber definitiv 100% soweit von. Doppelt jetzt gemoppelt.
Ich sag jetzt einfach mal Mimik. Und Geisterbox hat er ja auch kurz gesprochen. Halt. Richtig, ja, da waren die unsere zwei Sachen, die wir hatten. Ja. Aber er schreibt nicht ins Buch. Ultraviolett haben wir auch nicht. EMF5 war maximal zwischen 3 und 4. Dots haben wir ja schon wieder weggepackt gehabt. Ja, dort, weil dort es hier nichts mehr gibt, dann habe ich schon. Wenn wir Boxen gefehlt haben, dann war dort schon automatisch schlecht, da hast du kein Ergebnis bekommen. Deswegen habe ich es ja weggetan. Ja, dann sucht ihr euch aus. Ich hab dann so fertig. Weil Geist im Kommen, ja, kann mich kreuzweise. Und was nehmt ihr jetzt? Jeder was anderes oder? Ich, ja. Sven nimmt Mimik, ich nehm Zwilling. Irgendwas wird schon richtig sein. Genau. Ah, dann nehme ich Henri. Weil durch Fußspuren aufzuspüren, Ultraviolett ist so schwer, dass es funktioniert nicht immer. Ja. Und ein Orb muss ja nicht sein, dass es, wenn es Mimik ist, dann kommt vielleicht ab und zu ein Orb. Vielleicht steht die Kamera dafür falsch. Wir werden es ja sehen. Habt ihr irgendwas eingegeben? Ja, hab ich. Ah, doch, die Zwillinge. Das war richtig. Yes. Ich wollte eigentlich auch Zwilling nehmen, habe ich gedacht, nee, wenn jemand, nehmen wir halt alles hier schieben. Ja, oh, da kriege ich wenigstens einer die fetten Punkte. Ich, hatte Verdacht gehabt wegen den. Mein EMF4 hat mich so verdächtig gemacht, weil EMF4 kriegen wir so selten. Ja, aber es war ja permanent immer nur 4 oder so. Das sah für mich zu komisch aus. Ich habe der Macht vertraut. Aber ja, passiert mal. Oh, bin ich dran. So, wollt ihr jetzt noch mal eine Runde oder ist Feierabend? Ich will noch Level 36 werden. Sehr gut. Wie viel fehlt dir denn da noch? 1000. Ja, komm, dann machen wir noch mal eine Runde. Bin okay, ich noch dabei. Ich denke, noch jetzt. Wir haben es schon nach 3 und ja, so lang wollte ich dann auch nicht mehr machen. Ja klar, muss auch. Oh, Klaus konnte es sich leisten. Ja. Heißt Barbara Bailey und reagiert auf Einzelpersonen. Oh, Bailey. Barbara. Bringt einen Geist dazu, ein Feuerlicht auszublasen. Okay, das können wir ja dann später. Ja, später. Wo ist noch hier? Weg hier in der Ecke, hier liegt ein Orb herum. Bei dir, wo du stehst, sind bei dir Flieger über dem Kopf. Einer. So, wer hat jetzt die Tür bewegt? Das war ich, zum Keller hin. Fotokammer liegt hier auf dem Schrank hier, wenn einer braucht.
Roger. Fußabdrücke hat er keine hinterlassen. Ich sag schon mal dort, aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher, weil ich hatte das nur kurz gesehen, aber ich will es mal noch nicht so ausschlagen. Ja, ich sehe ja hier links im Bildschirm ist ein dort auch. Der fliegt da immer rum. Was Orb? Du hast dort gesagt. Naja, Entschuldigung. Schreib's ins Buch.
So, ich habe erstmal für romantische Stimmung gesorgt. Ich hoffe, sie steht auch drauf. Sie soll nicht drauf stehen, sie soll diese Dinge ausblasen. Ja, ich sehe es. Klaus, was machst du noch? Suchst du was Bestimmtes? Das können wir los sein. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Jo. Thermometer. Maschallah. Sven, du hattest jetzt noch kein Level Up, ne? Nein. Dann mach mal noch mal eine und dann müsste es, glaube ich, reichen, oder? Klaus, kannst du das Thermometer leisten? Nein. Ah. Schön wär's. Wie viel kostet's? Warte, das Upgrade kostet, kann ich dir jetzt sagen. Auch wieder, das ist wieder normale 3000. Oh, das kann ich mir leisten. Was für Sanity brauchen wir?